سرنا 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 بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meine liebe Schwester und mein lieber Bruder, ich möchte dich etwas fragen. Wen liebst du am meisten? Wen liebst du am meisten? Die häufigste Antwort ist, ich liebe Allah über alles. Erst kommt Allah, dann die Frau. Erst kommt Allah, dann die Kinder. Erst kommt Allah, dann meine Eltern, ist die Antwort. Okay, wir stellen diese Antwort von dir kurz mal beiseite. Aber wir vergessen sie nicht. Allah liebst du über alles. Lass uns jetzt eine kleine Analyse durchführen. Wie ist deine Reaktion, wenn du von einem Freund oder von einer Frau, die deine Ehefrau ist, von den Eltern oder von dem besten Kumpel aus der Schule, eine Nachricht bekommst, den du vielleicht vor 10 Minuten noch gesehen hast? Er schreibt dir eine SMS. Er schreibt dir eine SMS. Und jetzt möchte ich dir was fragen. Du hast eine Nachricht bekommen. Wie lange schaffst du es, diese Nachricht nicht zu lesen? 5 Sekunden? 10 Sekunden? Ich glaube, wenn ich sage 10 Minuten, ist das schon sehr weit hergeholt. Wir schaffen es nicht. Man möchte sofort lesen, was er geschrieben hat. Was der Kumpel geschrieben hat, was vielleicht die beste Freundin geschrieben hat. Obwohl sie vielleicht vor 10 Minuten noch bei dir war. Obwohl er vielleicht noch vor 10 Minuten bei dir war. Man möchte sofort daran gehen. Wir stellen das beiseite. Eine Nachricht, die von einem Freund oder von einer Frau oder von einem Kumpel oder von einem Nachbarn oder gekommen ist, man hält keine 10 Sekunden aus, ohne reinzuschauen. Wir nehmen ein anderes Beispiel. Ich habe hier einen Umschlag, einen Brief. Dieser Brief könnte vom Arbeitsamt sein, er könnte von der Schule sein, er könnte vielleicht von einem Freund sein, der mit dir im Gefängnis war. Oder wie gesagt, vom Arbeitsamt. Du hast vielleicht gestern noch telefoniert und du weißt, dass sie vielleicht Geld zurückfordern werden von dir. Du weißt eigentlich schon, was drin steht, aber dennoch hältst du es nicht aus. Du willst diesen Umschlag sofort aufmachen und möchtest lesen, was drin steht. Richtig? Richtig, man hält es nicht aus. Jetzt holen wir kurz wieder unsere Antwort her. Was war die Frage? Wen liebst du am meisten? Und deine Antwort war, ich liebe Allah über alles. Das war die Antwort von mir. Also gut, lass uns schauen, inwieweit diese Antwort von dir der Wahrheit entspricht. Bei der SMS hältst du keine 5 Sekunden aus und du möchtest sofort schauen, was drin stand. Bei dem Umschlag möchtest du auch sofort wissen, was drin steht, obwohl du vielleicht eine Vorahnung hast, was drin steht. Und du hast diesen Brief vom Arge bekommen. Den liebst du ja nicht mehr als Allah. Jetzt kommen wir zu der Wahrheit. Dieses Buch, der Koran, ist das Buch Allahs. Und wie du sehen kannst, ist es ein dickes Buch. Es ist nicht nur eine kleine SMS und es ist auch nicht ein kleiner Brief, sondern es sind viele Seiten von deinem Herrn an dich. Gewaltige Seiten mit viel Weisheiten, viele Nachrichten und viele Botschaften an dich. Ich kann mich erinnern, wo du gesagt hast, dass du Allah über alles liebst. Die Nachrichten der Menschen, da hältst du keine 5 Sekunden aus und du willst es sofort lesen. Dieses Buch von Allah, sei ehrlich, wie lange liegt es schon in den Schränken und es ist verstaubt und du hast nicht reingeschaut. Ein Buch von Allah, ein Brief für dich, er möchte mit dir reden, er hat dir viel zu sagen. Doch möchtest du nicht hören oder ist er etwa nicht derjenige, den du am meisten liebst? Ich denke, die Antwort war von dir richtig, nur deine Art, wie du mit diesem Buch umgehst, war nicht richtig. Deswegen greife jetzt zu diesem Buch. Jetzt in dem Moment, wo du diese Botschaft von mir bekommst, diese Ermahnung, hol das Buch Allahs aus dem Schrank raus, öffne es und schau mal, was er dir zu sagen hat. Ich bin mir sicher, dann wirst du ihn noch mehr lieben, als du es jetzt schon tust. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح